Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Community Replays. Heute hier auf Apotheose LE und wir haben endlich mal wieder einen Protoss. Ich glaube, wir hatten in den letzten Folgen ziemlich wenig Protoss. Links oben auf jeden Fall in Rot gespawnt als Protoss ist Kyberos. Von dem ich nicht weiß, ob man ihn so ausspricht. Aber dafür weiß ich, wie man ihn hier rechts unten ausspricht, denn dort ist in Blau gespawnt als Zerg a Random Bot. Der jetzt hier direkt zu expandieren scheint, schickt auf jeden Fall seine Drohnen hier raus. Währenddessen baut der Protoss weiter fleißig Worker. Baut jetzt auch hier das erste Gateway. Ich will aber vorher einmal die Echse sehen, die ist gerade genommen worden. Hat sich hier beim Wall-In so ein bisschen vertan, aber das Ganze sollte noch in Ordnung sein. Wenn man hier den Cybernetic-Score hinbaut, könnte es sein, dass hier... Ja, wobei das wird eng. Ich glaube, so sollte der Cybernetic-Score gebaut werden und es kann sein, dass es hier eine Zweierlücke gibt. Man möchte natürlich hier nur eine Einerlücke haben. Wahrscheinlich testet er das gerade selber aus. Können wir das eigentlich selber mal probieren? Nee. Mit diesem Overlay nicht. Okay, scheint nicht zu klappen, denn er baut hier eine Forge. Interessant. Möchte vielleicht gleich nochmal aggressiv werden. Hat allerdings keine Probe hier, die gerade nach vorne fährt, um zu cannonrushen. Also eine Forge so früh zu bauen, ist eigentlich eher ungewöhnlich. Wir sehen das Ganze in der Goldliga. Also Kyberos ist in der Goldliga. Ich hoffe, dass man in der Goldliga nicht mehr irgendwie hier an der Main Ramp Mars Cannons baut oder so. Jetzt kommt hier das Summer gerade dazu. Hier, die Wall ist absolut nicht dicht. Wenn da einmal mal Linge gleich raufrennen, dann könnte das zu ordentlichen Problemen führen. Doppelpeilen jetzt hier in der Main. Was ist denn hier los? Das ist ja schon wieder ein absolut ungeplantes Opening hier, was der Protoss zeigt. Denn diese zwei Pylons sind zu viel. Einer reicht auf jeden Fall. Er hat ja noch überhaupt kein Produkt, der kann ja nur Probes bauen aktuell. Gut, gleich ist das, wenn nichts durch. Oh, und er baut hier tatsächlich an der Main Ramp einen Cannon. Warum macht ihr das bitte alle in den unteren Ligen? Das ist einfach nicht gut. Das Problem, ich erkläre das gerne nochmal. Das Problem, wenn man hier in Static Defense investiert, ist, dass diese Cannon hier einfach rumstehen. 150 Mineralien, die einfach nur rumstehen. Und wie groß ist die Chance, dass hier jetzt in naher Zukunft Einheiten reinrennen und eben hier angreifen? Also normalerweise könnten die hier sogar noch durchrennen, denn die haben ja keine richtige Wall. Wenn also jetzt hier 30 Klinge kommen würden, dann würden die einfach hier in die Eco-Line rennen und dann wäre die ganze Eco tot und diese Cannon bringt überhaupt nichts. Außerdem, für einen Angriff ist natürlich Static Defense absolut ungeeignet, denn diese Static Defense steht halt statisch rum, sagt jetzt schon der Name. Ja, diese 150 Mineralien sind einfach unsinnig investiert aktuell. Und falls man dann in naher Zukunft noch plant, eine Echse zu nehmen, dann sind sie noch unnötiger investiert, weil dann kommen noch weniger Einheiten hier in die Nähe. Und ich hoffe, ja, er scheint jetzt den Nexus nehmen zu wollen, dann sind eben diese Mineralien noch unnützer. Da würde mir doch eine Cannon hier in der Main Eco Line auch deutlich besser gefallen, wobei auch die hier nicht zum so frühen Zeitpunkt da sein müsste. Ah, interessant, dann nehmen wir jetzt hier den Goldnexus. Okay. Ja, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen verständlicher, dennoch bin ich mit dieser Entscheidung immer noch nicht zufrieden. Wenn man jetzt den Goldnexus absichert mit seinen Cannons, dann ist das eine Sache, die in Ordnung ist, denn diese Base ist relativ gut angreifbar hier von mehreren Seiten. Das wäre schon was, was man machen könnte. Allerdings hier in der Main braucht man immer noch keinen Cannon. Und wenn man hier einfach eine Wall baut, sodass hier ein Lückenbersi steht und dann Mothership Core hat, der hier immer zwischen Main und Gold hin und her patrouilliert, dann kann man Photon Overcharge noch setzen, falls irgendein Angriff kommt. Und sich Zeit kaufen. Im Nachhinein kann man dann hier noch eine Sentry warpen, um hier die Ramp zu halten. Aber eine Cannon ist da absolut unnötig. Das sind halt 300 unnötig investierte Mineralien in die Forge und eben in die Cannon. Gut, er forscht jetzt das plus 1 sein Tech Upgrade. Das ist was, was ihm nachher helfen wird, aber ist auch was, was jetzt nicht so dringend notwendig ist. Seine zwei Adepten stehen inzwischen hier vorne rum. Ein dritter Adept kommt dazu. Die möchten hier also gleich angreifen. Randombot hat aktuell hier nur 4 Linge, baut direkt einen Roachhorn und wird hier vermutlich gleich... er hat noch keine dritte genommen. Das spricht dafür, dass er jetzt eigentlich gleich durchaus durchdrücken könnte. Also einfach Mars Roaches bauen, die in Ravager morphen. Und dann mit Lingen auffüllen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es kommt. Allerdings braucht er jetzt nochmal 7 Drohnen. Wahrscheinlich, weil er hier gemerkt hat, die Natural ist noch nicht ganz perfekt saturiert. Interessant auch, dass hier Kyberos nicht angreift. Jetzt macht er das allerdings. Sollte seine Schatten direkt nach vorne schicken. Gegen diese Linge kann er kämpfen. Mit 3 Adepten gegen 4 Linge zu kämpfen ist kein Thema. Interessanterweise jetzt hier einen Schatten nach hinten geschickt. Interessant. Double Queen sollte allerdings hier ordentlich regeln können und auf jeden Fall Zeit kaufen können.
Weitere Linien im Bau. Mir würden Rotus jetzt hier doch deutlich besser gefallen. Ich denke, das werden wir jetzt auch gleich sehen. So ist es auch. 4 Rotus im Bau. Währenddessen die Adept-Schatten, die nach vorne shaden, haben wir hier in der Main aktuell stehen. Wir haben eine Queen, wir haben 2 Linge. Das ist zu wenig. Da werden jetzt eigentlich gleich ordentlich Probes down gehen können oder Drones down gehen können. Werden wir jetzt hier sehen. Die Queens aus der Natural müssen auf jeden Fall zurückkommen. Interessanterweise fokussieren hier die Adepten erstmal die Queen. Und leider reagiert hier Random Bot nicht. Jetzt sind die ersten Rotus allerdings da. Queen fällt, allerdings hätten währenddessen auch durchaus 10 Worker fallen können. Das lief also noch den Umständen entsprechend bisher. Jetzt fallen allerdings die ersten Worker. Jetzt fokussiert hier Kerberos seine gegnerischen Worker. Leertech ist jetzt übrigens durch. Weitere Roaches im Bau. Und die Adepten jetzt alle gefallen. Insgesamt 5 Worker-Kills, die wir gesehen haben. Hält sich noch im Grenzen. Wir sehen 23 Worker zu 46. Allerdings darf man nicht unterschätzen, dass hier Kerberos gleich den Goldnexus saturieren kann. Macht das allerdings hier aktuell nur mit Probes, die er hier an der Goldbase auch baut. Zieht hier keine Worker runter. Baut allerdings gerade auch noch einen Mothership-Core. Die Base ist auch jetzt quasi perfekt saturiert. Wenn jetzt dieser Worker noch wieder anfangen würde zu arbeiten, dann könnte man von der perfekten Saturation hier sprechen. Ich hoffe, dass er jetzt weitere Worker baut und diese auch von der Main hier an die Natural oder an die Goldbase, die jetzt quasi seine Natural ist, schicken wird. Scheint jetzt hier zu planen, zu expandieren und seine dritte zu nehmen an seiner eigentlichen zweiten Basisposition. Währenddessen nimmt hier Random Body Gold. Und interessanterweise jetzt hier Doppel-Stargate von Kerberos. Möchte hier den Tech-Switch spielen, nachdem er hier Blink erforscht, obwohl er keinen einzigen Stalker auf der Map hat. Nur einen Immortal und Warp Prisma. Das ist sowieso eine interessante Tech-Wahl. Baut allerdings einen zweiten Immortal. Möchte vermutlich gleich Double Immortal Drop spielen. Könnte er auf jeden Fall machen. Ja, und nimmt jetzt die dritte dazu. Also das ist schon sehr riskant. Hier 12 Worker zu 48. Da hilft einem auch das +1 Tech-Upgrade nichts. Wenn die Leute jetzt gleich einfach drüber roachen, dann sieht es sehr, sehr schlecht aus tatsächlich für Kerberos. Spire-Tech kommt jetzt auch noch dazu. Der wird hier Random Bot nicht viel nutzen, denn Double Stargate heißt natürlich, dass möglicherweise Double Phoenixes gebaut werden können und Double Phoenixes gegen Mutas ja der direkte Konter und wenn der Konter steht, bevor die Einheiten, die gekontert werden müssen, überhaupt gebaut werden, dann ist es natürlich für den Protoss sehr, sehr gut. +1 Attack-Upgrades gehört dazu und er holt einen zweiten Cybernetics Core, möchte also ja Mars Air Upgrades holen. Baut jetzt Void Rays. Okay, Void Rays sind natürlich normalerweise ganz gut, vor allem gegen so eine Roach-basierte Armee hier. Sobald aber gleich irgendwie Hydras oder so dazu kämen, dann sieht das Ganze anders aus. Vierte Basis jetzt hier im Bau für Random Bot. Das Ganze wird von den Immortals allerdings hier gesehen im Warp Prisma. Es gibt also, wie gesagt, den Double Immortal Drop. Damit kann er auf jeden Fall so eine Base sehr schnell rausnehmen. Immortals machen ja extrem viel Schaden gegen Gebäude. Wenn wir uns das mal anschauen, gegen gepanzert 55 und ein Gebäude ist gepanzert, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, kein Cancel hier, 300 Mineralien, also einfach verloren. So, Prisma kann auch nicht angegriffen werden hier von Random Bot. Das ist ein Fehler, man sollte auf jeden Fall immer hier Basen canceln, denn diese Ressourcen, die möchte man nicht verlieren, waren ja eigentlich 350 Ressourcen hier, die da verloren gegangen sind. Die 300 für die Brutstätte und 50 eben für die Drohne, die diese Brutstätte gebaut hat. Währenddessen kommen jetzt hier die ersten 3 Mutas dazu, +1 Tech-Upgrade auch für die Mutas-Gegner-Forschung. Das Ganze ohne zu wissen, was sein Gegner macht. Er hat noch nie gesehen, was sein Gegner macht. Sieht jetzt hier, dass das zweite Gas genommen wird. Weiß allerdings nichts von dem Gold-Nexus, weiß auch nicht, dass der dritte Nexus da jetzt gerade genommen wurde. Das ist schon ein Fehler. Die Mutas könnten jetzt eigentlich mal kurz einen Prozess hier mit dem Warpresser machen. Sollte er schnell mal machen. Wir haben natürlich nichts, was hier aus dem Warpresser in die Luft schießen kann. Random Bot kontrolliert allerdings seine Einheiten gerade ziemlich schlecht. Die einfach hier rüber geschickt und ja, leider nicht darauf geachtet, wo sich das Warpresser gerade befindet. Jetzt kommen die Mutas allerdings hier hinterher. Die Queen hat schon mal ordentlich draufgeschlagen. Jetzt kommen, wie gesagt, die Mutas dazu. Sollte hier auf jeden Fall erstmal die Immortals ausladen. Versuchen, so viel Schaden wie möglich mit den Immortals noch zu machen. Allerdings können auch die jetzt gleich natürlich von den verbleibenden Einheiten angegriffen werden. Schild wird hier schon mal aktiviert, ist jetzt auch schon raus und ja, die Rotus machen jetzt hier Kurzprozess mit den beiden Immortals. Da sind schon viele Ressourcen, die dadurch gefallen sind. Insgesamt hat der Protoss auch mehr verloren. Trotzdem gefällt mir die Position vom Protoss hier eigentlich ganz gut. Baut hier Mars Void Rays, hat hier schon 1-0er Attack, hat hier leider die weiteren Upgrades nicht erforscht im Cybernetics Core. Sollte er machen. Wir sehen 2200 Mineralien, hätte die ausgegeben, dann sehe seine Armee so stark aus, dass er auf jeden Fall seinen Gegner schlagen könnte. So wird allerdings jetzt hier Random Bot drüber roachen und wenn man hier eben seine Ressourcen nicht ausgibt, 2200 Mineralien, dann wird es schwer, das Ganze zu halten. Jetzt sehen wir einfach Mars Roaches. Wichtig ist, wie sieht es aus hier mit der Anti-Air von Random Bot, sind ein paar Mutas da. Hier steht leider auch kein einziger Pylon, das heißt auch Foot- und Overstattung möglich. Void Rays räumen hier jetzt erstmal mit dem paar
hatten ein paar Mutas auch hier rumstehen. Jetzt werden hier Corruptor gebaut, interessanterweise von Random Bot, was ein Fehler ist. Mutas sind besser gegen Void Rays als eben Corruptor. Ja, aber jetzt fallen hier schon zwei Basen. Das Prismatic Alignment ist jetzt hier auch ausgelaufen. Hat mit Prismatic Alignment, glaube ich, gerade gegen die Mutas gekämpft, was sinnlos ist, denn Mutas sind nicht gepanzert. Roaches dagegen sind gepanzert und gegen Roaches gibt es deshalb den Bonusschaden. Das heißt, wenn hier gleich wieder das verfügbar ist, dann wäre es sehr gut. Jetzt kommt die Cannon hier in Aktion. Die 150 Ressourcen haben sich gelohnt, nachdem sie hier 10 Minuten unterwegs waren. Jetzt ist sie unpowered und hat nicht mal eine Einheit rausgenommen, glaube ich. Randabout kann hier einfach rüberroachen, weil einfach sein Gegenspieler seine Ressourcen nicht ausgegeben hat. Er hatte zwar wenig Gas, was einfach auch der Tatsache geschuldet war, dass er, glaube ich, hier die Gasgasiere relativ spät genommen hat, hier an der dritten sowieso. Und deshalb konnte er nicht so viele Void Rays spawnen, wie er gerne wollte. Aber da muss man eben seine Ressourcen auch in andere Sachen stecken. Wenn man auf Mars Air geht, könnte man zum Beispiel Mars Cannons machen. Das habe ich zwar vorhin hier kritisiert. Wenn man sich aber dann wirklich entscheidet, hier Mars Cannons oder hier an der Goldbase zum Beispiel Mars Cannons zu setzen, hier an der Natural sich mit Mars Cannons einbunkert und dann, wie gesagt, auf Mars Air geht, dann ist das eine Sache, die man machen kann. Man sollte halt nur nicht zu früh hier in Cannons investieren. Aber wenn man diesen Mars Cannon, wenn man diesen Mars Air Style wählt, dann kann man diese Cannons durchaus rechtfertigen. Da hat sich dann aber Kybros nicht für entschieden, sondern er hat sich dazu entschieden, sein Geld nicht auszugeben. Wahrscheinlich hat er sich da nicht bewusst so entschieden, aber ihm fehlt einfach das Gas, um seine gewünschten Einheiten zu bauen und hat dann mit den überschüssigen Mineralien leider nichts gemacht. Jetzt hat er nur noch eine Base, hat kaum Income, 13 Worker, 300 Ressourcen. Hat allerdings nochmal eine Armee, die jetzt nicht so schlecht ist. Dennoch, denke ich, werden wir gleich Anti-Air von Random Bot hoffentlich am Start haben. 12 Mutas, 11 Corruptor mit plus 1 seit Tech-Upgrade. Ja, sollte reichen. Das Problem ist, dass Corruptor halt auch gepanzert sind. Das heißt, Prismatic Alignment auch gegen die extrem gut. Mutas dagegen sind leichte Einheiten. Dagegen hilft Prismatic Alignment nichts. Aber die schiere Masse, die wird hier reichen. Wenn jetzt hier einfach drauf geht. Mothership Core gefokust. Ja, und jetzt fallen hier die Void Rays. Fokussiert hier zwar nochmal verzweifelt die Corruptor. Aber das reicht halt einfach nicht aus. Kybros hat einfach seine Ressourcen nicht ausgegeben. Das war sein Problem. Mars Air Style gegen Zerg kann man durchaus spielen. Ob es dann jetzt Mars Void Rays sein müssen, wage ich eher zu bezweifeln. Da sollte man irgendwann schon die Transition spielen, eben auf Carrier am besten gegen Zerg. Kann man Carrier eigentlich ganz gut spielen, wobei auch Mars Hydras gegen Carrier nicht so schlecht sind. Ja, man muss da schon so ein bisschen den Mix finden, muss auf jeden Fall auch ein paar Oracles vielleicht dabei haben, wenn der Gegner Mars Hydra spielt oder so. Ja, und man muss halt einfach in die ultimative Protoss-Armee investieren und nicht nur in Void Rays. Vor allen Dingen muss man sein Geld halt auch auf den Boden ausgeben. 2000 Ressourcen hier in den Mineralien. Zwischendurch war es sogar noch mehr. Das hat ihm dann einfach das Genick gebrochen. Selbst 20 Zealots, am besten mit Charge-Upgrade, hätten hier schon einen Unterschied machen können. Ich glaube, dann hätte er auf jeden Fall die Natural halten können. Und sich zumindest Zeit kaufen können, bis halt die Void Rays eigentlich den eigentlichen Schaden gemacht haben. So hat das nicht gereicht, trotzdem sehr schönes Spiel, auch gut gekontert von Randomboard, hat am Anfang wenig gescoutet, aber als er dann wusste, dass Mars Air gibt, hat er richtig reagiert und halt auch Anti-Air gebaut. Ja, das war's für heute, ich hoffe, euch hat's gefallen, ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei, oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, unten rechts auf ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss!